Haiti, dem ärmsten Land der westlichen Hemisphäre, um zu verstehen, warum Verbrechen, Korruption und Politik die Erholung von einem Erdbeben verhindern, das Hunderttausenden den Tod brachte. Ich stelle mich der Gewalt in den Notlagern, die für über 1 Million Obdachlose die einzige Heimat sind. Wir leben immer noch in Zelten. Und werde Zeuge, wie das Land in eine entscheidende Wahl stolpert, während eine Seuche grassiert, die Tausende von Opfern fordern könnte. Am 12. Januar 2010 wurde Haiti von einem Erdbeben erschüttert. Mehr als 300.000 Menschen fanden den Tod. Über 1 Million wurden obdachlos. Für den Wiederaufbau des Landes wurden Milliardenbeträge versprochen. Doch nur ein Bruchteil davon kam tatsächlich an. 10 Monate später sind noch immer über 1 Million Menschen obdachlos. Und die Hurricane-Saison beginnt gerade erst. Ich will wissen, was getan wurde, um diesem armen Land zu helfen. Einem Land, dem sowohl menschgemachte als auch Naturkatastrophen nicht fremd sind. Haiti ist nur 1,5 Flugstunden von Florida entfernt. Und doch liegen Welten dazwischen. Als erstes fallen einem die riesigen IDP-Camps, die Lager für Binnenflüchtlinge, ins Auge, die für die Obdachlosen gebaut wurden. So wie diese Gebäude hier sehen eine Menge Gebäude aus. Sie sind nicht komplett zerstört, sondern teilweise. Und viele Menschen leben sogar noch in ihren Häusern. Schätzungsweise 1/3 bis die Hälfte der Menschen hier lebt entweder in IDP-Camps oder in den Überresten ihrer Häuser. Viele dieser Häuser sind teilweise eingestürzt und daher sehr gefährlich. Andere sind einfach in sich zusammengesackt. Das oberste Stockwerk auf das darunterliegende und so weiter. Und alles, was sich dazwischen befand, wurde zerquetscht. Dieses Gebäude ist einfach zusammengefallen. 1, 2, 3, 4 Etagen. Und ich weiß es nicht genau, aber diese Puppe wurde bestimmt nicht zufällig dort platziert. Wenn man hier steht, ist das ein Gefühl, als wäre die Zeit stehen geblieben. Die Menschen gingen ihren Alltagsbeschäftigungen nach. Es war ein Dienstagnachmittag. Und eben noch am Leben waren im nächsten Moment mehr als 300.000 von ihnen tot. Besonders in den Trümmern der großen Gebäude findet man immer wieder Knochen. Das hier könnten die Beine eines Mannes sein, die noch in den Jeans stecken, die er während des Bebens trug. Er wurde einfach liegen gelassen. Die Menschen sagten mir, sie hätten keine Ahnung, wie viele Leichen hier noch verschüttet liegen. Das wisse keiner. Das Beben ereignete sich am späten Nachmittag. Und in den öffentlichen und städtischen Einrichtungen befanden sich viele Zivilbedienstete, medizinisches Personal, Lehrer und Polizisten. Im Präsidentenpalast gingen die Menschen wie üblich ihrer Arbeit nach. Das hier sind Originalaufnahmen vom Erdbeben, das so viele Haitianer töten sollte. Erstaunlicherweise starb im Präsidentenpalast nur ein Mensch. Außerhalb des Palastes sah es jedoch anders aus. Da
Das Erdbeben erreichte die Stärke 7 auf der Richterskala und dauerte 35 Sekunden. Ein grausamer Schlag für ein ohnehin geschundenes Land. Die internationale Reaktion nach dem Beben war überwältigend. Wir sind hier, um herauszufinden, was anschließend tatsächlich getan wurde. Die Stadt sieht aus, als hätte man sie flächendeckend bombardiert. Wo ich auch hinblicke, sehe ich entweder IDP-Camps oder zerstörte Gebäude. Das Ausmaß ist erschreckend. In den 3 Wochen nach dem Erdbeben gingen die herzzerreißenden Bilder aus Haiti um die ganze Welt. Millionen Menschen aus jeder Ecke der Welt spendeten Geld. In einem spontanen Akt globaler Großzügigkeit wurden für die Menschen Haitis fast 5 Milliarden Dollar gesammelt. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sprach von einer Soforthilfe, die der umfassenden nationalen Erneuerung diene. Im Katastrophengebiet jedoch macht sich angesichts der Tatenlosigkeit und des langsamen Fortschritts Frust breit. Noch immer leben über 1 Million Menschen in Notlagern. Eric Klein leitet eine kleine unabhängige Hilfsorganisation namens Can Do. Er zeigt mir das Lager, das mit als bestes in Port-au-Prince gilt. Wie Sie sagten, alles läuft schleppend. 10 Monate danach und... Ja, es ist beschämend. Beschämend, weil die internationale Gemeinschaft genau über die Lage hier Bescheid weiß. Beschämend, weil man sich als Weißer hier fehl am Platze fühlt. Verstehen Sie? Das ist nicht richtig. Empfinden die Menschen Wut? Die Menschen in diesen Lagern sind stinksauer und an der Grenze ihrer Belastbarkeit. Und sie beweisen große Geduld. Sie haben Fernsehanschluss. Sie wissen, wie viel Geld reinkommt. Sie sehen es. Und sie fragen sich, warum nichts davon hier ankommt. Ein paar Hilfsorganisationen sind schon seit über 30 Jahren in Haiti. Also, warum ist es so schwer, Ergebnisse zu liefern? Wenn wir beide hier 100.000 Dollar hinblättern würden, könnten wir sofort etwas bewirken. Sofort. Würden Sie sagen, die Situation ist jetzt schlimmer als direkt nach dem Beben? Absolut. Die Situation hier ist eine absolute Katastrophe. Trotz der gewaltigen humanitären Anstrengungen bin ich beim Gang durch andere Lager schockiert, wie groß das Problem ist und unter welchen Bedingungen die Menschen leben müssen. Das Erdbeben liegt 10 Monate zurück und es gibt hier immer noch keinen Strom. In den meisten Lagern gibt es nicht einmal frisches Wasser. Und das Wasser, das sie haben, gucken Sie mal, ist ein Malaria-Herd. Das ist eine stehende Pfütze und auf ihr tummeln sich schon Moskitos und ihre Larven. Dengue-Fieber grassiert auf der Insel ohnehin. Und wenn so viele Menschen aufeinander leben, übertragen sich Krankheiten umso schneller. Wenn wir glauben, dass wir für die Menschen Haitis schon genug tun, dann wird spätestens hier klar, dass dem nicht so ist. Die Verärgerung darüber, dass nichts geschieht, ist groß. Doch Haitis Genesung stehen noch ganz andere Hindernisse im Weg. Als wir dringend benötigtes Wasser in einen Vorort liefern wollen, stellen wir fest, dass ein Durchqueren der verwüsteten Stadt quasi unmöglich ist. Da liegen Trümmer im Weg. Ja. Da kommen wir niemals rüber. Aber jetzt. Diese Lieferung kostet 60 Dollar. 60 US-Dollar? Woher kommt das Geld? Aus Spenden. Ja.
Welche Rolle spielt das Wasser für die Menschen in Carrefour? Eine große, weil es umsonst ist. Sie haben kein Wasser da oben? Nein, nichts. Menschen mit Eimern kommen aus den Ruinen und rangeln sich um das Wasser. Sie sagten, diese Notlösung sei besser als nichts, richtig? Absolut. Und wie ich schon sagte, wenn wir nicht kommen, haben sie kein Wasser. Nennen Sie es also Notlösung oder was auch immer. 3000 Etwa 11.000 Liter Wasser wurden gerade bis zum letzten Tropfen ausgegeben. Panik macht sich breit und Leute werden verletzt. So sehr benötigen sie das Wasser. Ich kann einfach nicht verstehen, warum die Leute trotz Milliarden an Spendengeldern und Hunderten von Hilfsorganisationen vor Ort immer noch so verzweifelt um Trinkwasser kämpfen müssen. Unter den über 1 Million Menschen, die noch immer in Zelten leben, macht sich angesichts der schleppenden Gesundung Haitis Frust breit. Ich habe herausbekommen, dass die Verzögerung zum Teil auf eine zerstörte Infrastruktur zurückzuführen ist. Jetzt will ich wissen, ob auch Kriminalität die Erholung behindert. Tausende Kriminelle entkamen in die Freiheit, weil das Beben auch Gefängnismauern zerstörte. Die UNO-Polizei wurde damit beauftragt, die vielen gewalttätigen Verbrecher aufzuspüren. Wir begleiten sie bei einer morgendlichen Razzia, nachdem ein Informant wertvolle Hinweise geliefert hat. Es ist 4 Uhr morgens. Wir sind mit einem SWAT-Team der UNO unterwegs, das gleich in das verdächtige Areal vorstoßen wird. Sie hoffen, einige der Häftlinge einkreisen und verhaften zu können, die im Januar aus dem Hauptgefängnis in Haiti entkommen waren. Wir tragen Schutzwesten, weil diese Jungs oft bewaffnet sind. Die Polizei durchsucht das ganze Gebiet nach flüchtigen Verbrechern. In dieser Phase gilt jeder als verdächtig. Wir haben ihn. They are securing and searching and handcuffing now. Das ist der Gesuchte. Ein paar der hier Anwesenden gehören nicht zu den Gesuchten. Doch der Typ mit dem Medaillon um den Hals ist definitiv der Hauptverdächtige. Er wird jetzt vernommen und wir warten ab, ob der Informant vielleicht noch ein paar Flüchtlinge identifizieren kann. Der Verdächtige ist einer von tausenden Kriminellen, die von den USA abgeschoben wurden. Die Polizei beginnt akribisch zu suchen. Schon bald entdeckt sie eine Schusswaffe. Darf ich mit ihm sprechen? Kein Problem. Die Polizei sucht hier nach Leuten, die nach dem Erdbeben aus dem Gefängnis entkommen sein sollen. Haben Sie verstanden? Ja, habe ich. Aber folglich suchen Sie nach Leuten aus Haiti. Sie haben mein Haus gefunden und beschuldigen mich aller möglichen Dinge. Dabei will ich gar nicht hier sein. Keiner aus meiner Familie wohnt hier. Kommen Sie aus den Staaten? Ja, ich komme aus den Staaten.
Wissen Sie, warum ich hier bin? Wegen eines Autounfalls. Ich war 6 Jahre im Gefängnis. Und meine Papiere haben Sie immer noch. Vor 6 Jahre war ich im Knast. Ich lebe in einem abgefuckten Land. Das sind alles habgierige Motherfucker hier, das kann ich Ihnen sagen. Sollen Sie mich doch töten? Wenn Sie mich kennen würden, wüssten Sie, dass ich keinen Ärger suche. Ich bin 38 und ja, ich bin ein Nigger. Ich komme aus den Staaten. Aber hier geben sie einem Nigger nur $10 am Tag. Das Land hungert. Ich versuche zu überleben, aber sie lassen mich sterben. Ich habe das Recht zu sprechen. Man filmt mich doch gerade. Ich weiß nicht, ob der Mann einen letzten Versuch gestartet hat, sich herauszuwinden. Und auch nicht, ob die Hinweise, die man der Polizei gab, richtig sind. Fakt ist, dass er unerlaubt im Besitz einer Waffe war. Und das wird sein Schicksal vermutlich besiegeln. Beinahe die Hälfte der Bevölkerung von Port-au-Prince lebt in den IDP-Camps. Und die ziehen das Verbrechen nur so an. Koubel Dibik ist einer der wenigen Ärzte, die in diesem Lager mit fast 50.000 Menschen Dienst tun. Zur eigenen Sicherheit muss er einen Teil seines Honorars den Gangstern abgeben, die das Lager kontrollieren. Die Menschen hier sind sehr verwundbar. Wie gut ist die Sicherheit? Zuvor war die Polizei außerhalb des Camps stationiert. Sie hatten keine Ahnung, was innerhalb des Camps vor sich ging. Hier haben sich Morde ereignet. Allein im Mai wurden 4 oder 5 Morde mit Schusswaffengebrauch verzeichnet. Dann beschlossen sie, dort drüben einen festen Kontrollposten einzurichten. Aber das ist nur eine Polizeiwache. Reicht das zum Schutz der Leute im Camp aus? Bevor die UNO hier Präsenz zeigte, wurde im Lager ein 10-jähriges Mädchen 3-mal vergewaltigt. 3-mal? Ja. Mit 10 Jahren? Ja, 10 Jahre alt. Wurden die Vergewaltiger jemals gefasst? Nach einer Woche war der Mann wieder frei. Wie alle. So läuft das hier. Die meisten Verbrechen und Gewalttaten hier werden den Häftlingen angelastet, die während des Erdbebens entkamen. Es wird langsam dunkel. Und es gibt einen UNO-Polizeiposten hier. Wache kann man das nicht nennen, der sich irgendwo da drüben befindet. 4 Polizeibeamte versuchen, ein Areal mit 50.000 Menschen zu beschützen. Das riesige, verzweigte Camp bietet den Flüchtlingen eine Menge Verstecke. Es gelang uns, 2 von ihnen aufzuspüren. Sie sind bereit, mit uns zu reden, haben jedoch Angst, erkannt und erneut verhaftet zu werden. Ihr seid Flüchtlinge aus dem Gefängnis, richtig? Ja. Warum habt ihr gesessen? Ich bin wegen dir hier ins Gefängnis gewandert. Ich habe mein Gebiet verteidigt, da lungerten ständig Diebe rum. Und einmal habe ich einen mit der Waffe hier getroffen. Und bist dafür ins Gefängnis gekommen. Viele Leute behaupten, die Entführungen und Vergewaltigungen hier gingen auf das Konto der Flüchtlinge vom 12. Januar. Stimmt das? Ich kann nicht abstreiten, dass es Typen gibt, die sowas tun. Wir versuchen aber nur, das Camp zu beschützen. Okay. Wie kommt ihr dann zurecht, wenn ihr nicht mehr kriminell seid, es aber auch keine Jobs gibt? Wie ernährt ihr euch und eure Familien? Es gibt Leute mit Verkaufsständen, die geben uns was zu essen. Und manchmal auch Geld, weil wir sie gut beschützen. Macht das euch nicht automatisch zu einer Gang? Nein. Nein, wir beschützen nur unsere Leute.
Wie gefährlich ist das Leben hier? Sehr gefährlich, weil wir Flüchtlinge sind. Wenn die Polizei uns erwischt, verhaftet sie uns nicht. Sie erschießt uns. Ihr sagt, die Polizei würde euch nicht vor Gericht stellen, sondern töten. Ja. Das Traurige ist, dass Armut und Verbrechen in den Camps miteinander einhergehen. Und ohne die Hilfe der Außenwelt werden die meisten hier diesem Kreislauf nicht entkommen können. Wie sind die Bedingungen hier? Sie sind nicht besonders gut. Immer noch behelfsmäßig? Ja. Wir leben ja immer noch in Zelten. Es stehen Wahlen an. Würde Ihnen eine neue Regierung helfen? Ich denke, es könnte schlimmer werden. Geht es denn noch schlimmer? Die werden doch auch nichts tun. Sehen Sie, die geben $200,000 für die Wahl aus. Die sollen uns 20.000 davon geben, um eine Schule zu bauen, damit die Kinder zur Schule gehen können. Damit der Junge, wenn er mal 15 oder 16 ist, nicht auf der Straße landet und Leute umbringt. Wenn er eine Ausbildung bekommt. Wie geht es weiter, wenn hier niemand hilft? Der Wille muss da sein. Sonst ändert sich nichts. Sobald einer in den Präsidentenpalast einzieht, geht es ihm nur um eines. Millionär werden. Milliardär werden. Für seine Freunde und seine Familie. Um uns wird er sich nicht kümmern. In Haiti haben die Aufräumarbeiten zwar begonnen, doch hat man bislang nur an der Oberfläche gekratzt. Sonny Almond hat am Wiederaufbau von New Orleans mitgewirkt und soll im Auftrag eines privaten Bauunternehmers die Situation vor Ort einschätzen. Unseres Wissens nach sollen erst 2% der Trümmer weggeräumt worden sein. Es sollen etwa 90 Millionen Kubikmeter Schutt sein. Und wie viel wurde davon abgetragen? Etwa eine halbe Million. Aber das war vor ein paar Wochen. Von 90 Millionen Kubikmetern wurde erst eine halbe Million weggeschafft? Richtig. Unglaublich, oder? Zum ersten Mal seit Jahrzehnten steht die ganze Welt hinter Haiti und will die Erholung von der schrecklichen Tragödie vorantreiben. Doch jetzt stehen Wahlen an und das könnte zur Verzögerung beigetragen haben. Der alte Präsident ist eine Niete und wollte wahrscheinlich keine schweren Entscheidungen fällen oder sie dem neuen Präsidenten überlassen. Doch die Verantwortlichen müssen jetzt Entscheidungen treffen. Unliebsame. Ja, politisch unliebsame. Sonst können wir gleich nach Hause gehen. Denn all die Hilfe und Gelder aus den USA, der EU, aus Kanada, Asien und dem Nahen Osten werden nur dafür genutzt, Menschen in Zelten Essen und Wasser zur Verfügung zu stellen. Doch so war das nicht geplant. Die Welt hat Haiti mit Milliardenbeträgen unterstützt. Doch fehlende Infrastruktur und Planung behindern den Fortschritt. Ja. Es klingt pervers, aber das Beben ist vielleicht das Beste, was dem Land passieren konnte. Wenn die Gelder ankommen und sinnvoll verwendet werden, könnte man das Land von Grund auf neu gestalten. Die nächste Hürde, die Haiti nehmen muss, ist die anstehende Wahl des Nachfolgers von Präsident René Préval. Bislang hat die nur zum Stillstand geführt, weil die Politiker mit Machtkämpfen beschäftigt sind. Das politische Vakuum scheint die Hilfsorganisationen davon abzuhalten, so effektiv zu arbeiten, wie sie es gerne würden. Ich will mit jemandem sprechen, der den Überblick über ihre Arbeit in Haiti hat. Ich treffe daher Lennon Doyle von der Internationalen Organisation für Migration. Zu seinen Aufgaben gehört die Koordination der vielen Hilfsorganisationen vor Ort.
Vor allem die westliche Presse beklagt, dass viel Geld verschwendet wurde und insbesondere, dass versprochene Gelder gar nicht erst angekommen sind. Ist das wahr? Das Geld ist nicht verfügbar, das ist wahr. Das liegt daran, dass man noch nach geeigneten Projekten sucht. Man will es besser machen und das Geld nicht in etwas stecken, was kurzlebig ist. Die Leute haben Wasser, sanitäre Anlagen und medizinische Versorgung. They have sanitation, they have access to healthcare. But do they all? Alle? Wir waren nämlich in Lagern, in denen es diese Dinge nicht gibt. Oder nicht genug davon. Sicher ist einiges verbesserungswürdig, aber es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, weil man jetzt Übergangsbehausungen baut, also stabilere Konstruktionen als diese dünnen Zelte, die beim ersten Sturmausläufer wegfliegen. Dieses Land wurde 40, 50 Jahre lang missregiert und korrumpiert. Korruption, Menschenrechtsverletzungen, Leichen auf den Straßen und wer abweicht, ist tot. Doch wie schlagen wir jetzt die Brücke zur Lage in den Camps? Die Leute sagen, dass nicht genug getan wurde, dass vieles versprochen, aber nicht eingelöst wurde. Nun, die Menschen reden von Versprechungen, aber ganz so einfach ist es nicht. Es wurde sehr viel humanitäre Hilfe geleistet. Dann muss man die Gewalt hier berücksichtigen. Geschlechtsspezifische Gewalt an Orten ohne Licht und Strom. Doch zu behaupten, die Hilfsorganisationen hätten ihren Job nicht gemacht, ist falsch. Sie wurden behindert, denn die Menschen sind immer noch hier. Sie leben seit 10 Monaten in Zelten und können nicht ewig hier bleiben. Gibt es denn einen Plan? Ich denke, ja. Und wie sieht er aus? Er wird gerade entwickelt. Die haitianische Regierung will alles so wiederherstellen, dass keine Slums bleiben, ein gewisser Standard erreicht wird und das Zusammenleben wieder funktioniert. Inmitten der Wahlen wird das aber schwer umzusetzen sein. Außerdem muss man bedenken, dass 40% der Regierung ausradiert wurde. Manche Ministerien gibt es nicht mehr und die Haitianer mussten ein schweres Erbe antreten. Sie werden es schaffen. Sie sind ein zähes Volk und finden hoffentlich auf den richtigen Weg zurück. Die meisten Notlager haben die Hurricane-Saison überstanden. Doch im Oktober 2010 wurden die schlimmsten Befürchtungen wahr, als der Ausbruch der Cholera bestätigt wurde. Zu allem Übel wurden die UNO-Truppen verdächtigt, diesen speziellen und tödlichen Bakterienstamm eingeschleppt zu haben. Als die Zahl der Opfer anstieg und die Krankheit sich ausbreitete, kam es im ganzen Land zu Gewaltausbrüchen gegen die UNO. Die Cholera verbreitet sich über verunreinigtes Trinkwasser. Für Infizierte spielt das jedoch keine Rolle mehr. Vorsichtigen Schätzungen zufolge sind bislang 1600 Menschen an Cholera gestorben. Und die UNO glaubt, dass sich noch etwa 500.000 Menschen infizieren werden. Wir konnten uns einem Team anschließen, das die Ausbreitung der tödlichen Epidemie an vorderster Front bekämpft. Die Männer durchkämmen die Stadt nach Leichen und schaffen sie fort. Es gibt 2 solcher Teams in Port-au-Prince, die Tag und Nacht arbeiten und Leichen aufsammeln. Die Männer sagen, die Leute benachrichtigen sie per Telefon, wenn ein Mensch im Sterben liegt. Und dass sie sehr schnell vor Ort sind, um die Leiche zu desinfizieren und aus dem Gebiet zu schaffen. Sie müssen die Leichen desinfizieren, weil sie immer noch ansteckend sind. Außerdem sagte man mir, dass man alle Körperöffnungen verschließe, weil man befürchte, das Bakterium könne austreten. Das Schlimmste aber ist, dass die Menschen in diesen Camps so eng aufeinander leben. In einigen ist die Cholera partiell ausgebrochen. Und die große Angst ist, dass sie sich über ein ganzes Lager ausbreitet und abertausende Menschen sterben können. This is
Wir befinden uns am Rand des Camps, in dem wir gerade einen 30-jährigen Cholera-Toten aufgelesen haben. Hier unten brennt etwas Müll. Und sehen Sie sich nur die Farbe des Wassers an. Leider Gottes nutzen die Menschen es als Trinkwasser, kochen es aber oft nicht gründlich genug ab, bevor sie es trinken oder zum Kochen verwenden. Und einige waschen sich sogar darin. Momentan leiden vor allem die Armen unter der Krankheit, weil sie sich kein frisches Trinkwasser leisten können und keine sanitären Anlagen haben. Außerdem können sie die Handzettel nicht lesen, die verteilt wurden, um den Menschen zu zeigen, wie sie sich vor einer Infektion schützen können. Hier an diesem Ort vermutet das Team eine zweite Leiche. Sie soll allerdings irgendwo da oben sein. Das offenbart noch ein weiteres Problem. Wenn man erstmal infiziert ist, bleiben einem höchstens 4 Stunden, um sich irgendwo in Behandlung zu begeben, was gerade sehr jungen oder sehr alten Menschen schwerfallen dürfte. Noch dazu haben die Menschen hier so große Angst, sich anzustecken, dass die wenigsten bereit sind, einen Infizierten ins Krankenhaus zu bringen. Die Kombination aus mangelhafter Hygiene, Ignoranz und zerborstenen Wasser- und Abwasserleitungen ist die perfekte Brutstätte für das tödliche Bakterium. Bei der Cholera weiß man nie, wo sie als nächstes zuschlägt. Wir waren mit dem Team unten in einem Lager. Und jetzt sind wir hier oben am Hang eines der Hügel. Das zeigt, dass sie in Port-au-Prince schon sehr verbreitet ist. Ich weiß nicht, wie sie so schnell von einer auf die andere Gegend übergreifen konnte. Und auch das hier erklärt, warum die Menschen so schnell an Cholera sterben. Im Krankheitsfall besteht keine Chance, innerhalb von 4 Stunden den Hügel hinabzukommen, um sich behandeln zu lassen. Hier liegt die Leiche. Und jetzt desinfizieren sie den ganzen Raum. Starker Durchfall führt zur schnellen Austrocknung des Opfers. Und ohne rasche Behandlung folgt der baldige Tod. Das Tragische an diesem Tod und am Tod tausender anderer ist, dass sie alle vermeidbar gewesen wären. Es ist eine Schande, dass weltweit so viele Menschen sterben, weil es ihnen an medizinischer Versorgung und sauberem Trinkwasser mangelt. Sie fühlte sich nicht gut und ging zur Toilette. Durchfall, ja. Um 4 wurde sie krank und um 10 war sie tot. Dein Verlust tut mir sehr leid. Es ist jetzt zu einem Streit gekommen, weil der Sohn der verstorbenen Frau den Leichnam nicht hergeben will. Sie wollen sie hier behalten und betrauern. Das ist aber ein großes Problem, denn je länger sie um den Leichnam herumstehen, umso größer wird die Ansteckungsgefahr. Die Anwohner hier wollen, dass die Leiche fortgeschafft wird und sprechen nun mit dem Verantwortlichen des Leichenräumteams, der den Sohn zur Freigabe überreden soll. Da die Cholera weiter um sich greift, sind das Letzte, was das Land braucht, große Menschenansammlungen und damit weitere potenzielle Krankheitsüberträger. Es ist Sonntagmorgen und Wahltag. Auf den Straßen sieht man nur Fahrzeuge der UNO, gelegentlich Pressefahrzeuge, ansonsten nur Menschen, die zu den Wahllokalen gehen. Und obwohl es noch sehr früh ist, gibt es schon viele Beschwerden, weil viele Leute in ihrem Bezirk keine Wahllokale vorfinden und sehr erzürnt darüber sind.
Umfragen zufolge liegt der regierungsnahe Kandidat Jude Celestine gleich auf mit der früheren First Lady Mirlande Maniga, gefolgt von Sänger Michael Martelli, besser bekannt als Sweet Mickey. Raus aus dem Auto. Das ist der Kandidat Sweet Mickey. Er wird an dritter Stelle gesehen, ist aber bei den Jüngeren und der Arbeiterschicht sehr populär. Martelli wird Präsident. Falls nicht, nehmen wir die Dinge in die Hand. Sie sagen, dass Sie hier aus Pétionville kommen und dass man hier mehrheitlich Sweet Mickey unterstützt. Allerdings konnten Sie hier nicht wählen gehen. Und Sie meinen, dass Sie Pétionville in Brand stecken würden, wenn Jude Celestine an die Macht kommt. Auch wir konnten kein Wahllokal entdecken. Wir brechen daher auf, um zu sehen, wie die Wahl im Rest der Stadt verläuft. Man hat uns berichtet, dass andere Wahllokale schließen mussten, weil die Computer zur Stimmauszählung kaputt gegangen sind. Es wird gemunkelt, dass dies absichtlich geschah, um die Menschen daran zu hindern, gegen den Regierungskandidaten zu stimmen. Als Madame Maniga am Wahllokal ankommt, gibt sie sogleich eine Pressekonferenz. Der heutige Tag hätte ein großes Bürgerfest, ein nationaler Festtag werden sollen, an dem die Bürger Haitis ihren neuen Präsidenten wählen. Doch seit heute Morgen um 5 Uhr haben mich von überall her Anrufe erreicht. Und auch die Radiostationen im ganzen Land berichten von massivem Wahlbetrug. Das Gedränge war fürchterlich. Das war äußerst schlecht organisiert, wenn man bedenkt, dass sie die Spitzenkandidatin ist. Jedenfalls hat sie gesagt, soweit ich das verstanden habe, dass Stimmzettel manipuliert wurden, es Unregelmäßigkeiten gab und das Ergebnis schon vorher feststand. Diese Wahl kostet die internationale Gemeinschaft 29 Millionen Dollar. Doch während unserer Tour durch die Stadt wird uns klar, dass sie schon bald im Chaos versinken wird. Dort an der Wand suchen die Leute nach ihren Namen und viele suchen vergeblich. Wurde ein Teil der Liste abgerissen, zerstört? Ich habe meinen Ausweis dabei, aber mein Name steht nicht drauf. Sie sind registriert, aber weil Ihr Name fehlt, erhalten Sie keinen Stimmzettel? Hier, ich komme aus Pétionville. Mein Name steht aber nicht da. Das war Préval, dieser Nichtsnutz. Sie sagen, Préval und sein Stab hindern Sie am Wählen, weil Sie wissen, dass Sie für einen Kandidaten stimmen, der Ihnen nicht passt? Richtig. Was halten Sie von Jude Celestine? Im Lauf des Tages strömen immer mehr Menschen auf die Straßen, um gegen den Wahlbetrug zu protestieren. Sogar der einstige Präsidentschaftskandidat und Ex-Fuji-Star Wyclef Jean kann seinen Namen auf der Wählerliste nicht finden. Haben Sie Ihren Namen im Wählerverzeichnis finden können? Nein. Und wir telefonieren gerade herum, um das zu verstehen. Und wenn Sie uns sagen, dass wir im falschen Bezirk sind, dann fahre ich alle Wahlbezirke ab, bis ich meinen Namen auf einer Liste finde. Es ist 5:30 nachmittags und einige Kandidaten haben gefordert, die Wahl zu annullieren.
Sie sagen, und das skandieren diese Männer hier auch, dass Jude Celestine, der Kandidat der Regierung, Stimmen gekauft habe. Nun, sein Geld haben sie genommen. Sie wollen aber Sweet Mickey wählen. Sie singen, Jude gab das Geld, die Regierung gab das Geld, ihre Stimme gehöre aber Mickey. Der Tag endet in Chaos, Verwirrung, Gerüchten und Anschuldigungen. Die Gültigkeit der Wahl steht in Frage. In den darauffolgenden Tagen verwandelt sich der Frust in Gewalt, weil die alte Regierung noch immer an der Macht festhält. Die Wahl versprach den Wandel und eine Ankurbelung des Wiederaufbaus Haitis. Doch wie so viele Versprechen wurde auch dieses nicht eingelöst. Als ich in dieses Land kam, glaubte ich, dass Haiti sich mit der richtigen Unterstützung und mit sinnvollen Investitionen zügig erholen könne. Doch während meiner Zeit hier musste ich erkennen, dass die Probleme im Land weitaus komplexer sind, als ich es mir je hätte vorstellen können. Das Land Haiti liegt am Boden. Die internationale Gemeinschaft hat 12 Milliarden Dollar für seinen Wiederaufbau versprochen. Doch bislang ist nur ein Bruchteil davon angekommen. Und das, was ankam, wurde dazu verwendet, die Menschen notdürftig am Leben zu erhalten. Haiti hat Erfahrung mit Korruption und Naturkatastrophen. Und nun kommt noch eine Cholera-Epidemie hinzu, die bereits 2000 Menschen getötet hat. Die Armen leben von der Hand in den Mund und sterben reihenweise. Am tragischsten aber ist, dass es für Haitis Zukunft keinen nachhaltigen Plan gibt. Und solange es den nicht gibt, haben die Menschen hier keine Zukunft.